Der bekannte Multimilliardär und sehr kontrovers diskutierte Philanthrop George Soros hat ein Interview gegeben. Und was dieser Mann über Corona, China und die Lage der EU zu sagen hat, das möchte ich heute mit dir im Video besprechen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro angekündigt, möchte ich heute mit dir über George Soros sprechen. Wie du siehst, andere Kulisse. Ich bin gerade bei meinen Eltern zu Gast, also nicht in Frankfurt. Und da läuft mir doch zufällig ein Interview mit George Soros über den Weg in der Augsburger Allgemeine Zeitung, also der Haus- und Hofzeitung meiner Eltern. Und dann dachte ich, da schaue ich doch gleich mal rein, weil der Mann, George Soros, wenn es dir nichts sagt, er ist eine Börsenlegende, muss ich sagen. Also als ich mit der Börse angefangen habe mit 16, 17, ich habe diesen Mann, ich will fast schon sagen, so bewundert, weil er es damals geschafft hat, die Bank of England in die Knie zu zwingen. Das war im Jahr 1992. Und er hat es vollbracht mit seinem Hedgefonds damals, dass die Briten aus dem sogenannten aus der Währungsschlange herausgeflogen sind. Das heißt, das Pfund wurde von ihm herauskatapultiert. Dadurch konnten die Briten nicht die Stabilität der Währung bieten, die sie gebraucht hätten, um dem Euro beizutreten. Und deswegen haben sie bis heute auch den Euro nicht eingeführt. Sie hätten dann weitere Chancen gehabt, aber ursprünglich hat George Soros allein dafür gesorgt, dass die Briten rausgeflogen sind und er hat daran 1 Milliarde US-Dollar verdient. Heute würde ihm wahrscheinlich Boris Johnson dafür einen, ja, ich weiß nicht, ob die Briten das haben, aber eine Art Bundesverdienstorden dafür verleihen, dass sie eben noch das Pfund haben. Aber Soros, er ist ein mächtiger Mann, er ist Multimilliardär mit 25 Milliarden Privatvermögen. Er ist seit 1950, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Hedgefondsbereich. Er hatte Geschäftspartner wie Jim Rogers oder Stanley Druckenmiller. Er ist weltweit vernetzt und er ist extrem kontrovers diskutiert heutzutage, weil er auch Gründer und Inhaber der Open Society Foundation ist. Das ist so die Stiftung, mit der Viktor Orban auch auf absolutem Kriegsfuß ist. Und dieser Stiftung werden weltweit verschiedenste Sachen auch nachgesagt. Verschwörungen, manches mag stimmen, manches nicht. Das ist jetzt gar nicht Thema heute vom Video. Ich wollte nur mal, dass du einen Überblick hast, wer George Soros ist. Und wenn dieser Mann natürlich ein Interview gibt, dann sollte man zumindest mal zuhören, mal das Interview lesen und mal schauen, wie er denn über die aktuelle Lage denkt. Und das bespreche ich heute mal mit dir. Wenn du jetzt allerdings noch wissen willst, und da kommen wir jetzt auch gleich zum Thema, was dieser Mann im Portfolio hat. Denn George Soros, er ist immer noch aktiv, er verwaltet mehrere Milliarden natürlich. Milliarden haben wir noch gar nicht, aber vielleicht kommt die Zeit noch. Und in seinem Fonds, und er muss natürlich wie jeder andere Investor in den USA offenlegen, was er im Quartal ge- oder verkauft hat. Und genau darüber spricht mein Kollege Armin Brack. Ich verlinke dir auch mal das Video von ihm. Er hat sich nämlich mal das Depot von George Soros genauer angesehen. Er hat geguckt, was der Mann gekauft hat, was er verkauft hat und wie er sein Portfolio aufgebaut hat. Also schau da mal rein. Armin hat das richtig gut, richtig in der Tiefe analysiert. Und ich möchte jetzt mit dir, wie gesagt, darüber sprechen, was dieser Mann denkt. Also wir gehen eher nicht in sein Portfolio, wir gehen eher in sein Gehirn rein. So, und da habe ich mir mal ein paar Unterlagen zwischen ein paar Notizen gemacht. Und George Soros sagt, dass er Corona als die Krise seines Lebens sieht. Und er sieht es, er sagt, er hat schon vor Corona gesehen, dass die Disruption, also dass bestimmte Lebensbereiche nicht mehr so funktionieren, dass gerade was ja Amazon macht, die Disruption, ganze Geschäftsbereiche umzukrempeln, vorher schon stattgefunden hat. Und dass Corona dieser ganzen Beschleunigung, also jetzt nicht nur bezogen auf Amazon, sondern der ganzen Disruption unseres Lebens, einen Boost gegeben hat. Also dass es noch viel, viel schneller vonstatten geht als jemals zuvor. Er ist auch absolut verwundert über die Unvorbereitetheit der Länder gegen Corona. Er sagt, er hat die spanische Grippe genau analysiert. Die hatte damals 3 Wellen. Die tödlichste davon war die 2. Welle. Und es hat ihn sehr verwundert, dass eine Pandemie, mit der man immer wieder rechnen muss, die also kein schwarzer Schwan ist, wie viele sagen, sondern eher ein weißer Schwan, also etwas, was immer mal wieder auftreten kann, dass da einfach keiner auf die Idee kam, bessere Notfallpläne zu haben. Also da ist er sehr verwundert und es kreidet er auch den Regierungen an, dass die hier wirklich nicht besser reagiert haben, nicht schneller reagiert haben und dass wir jetzt in dieser Situation mit Lockdown und Shutdown sind, was es wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätte. Und die ganz spannende Frage, die der Journalist dann George Soros stellt, ist, ob Soros glaubt, Corona hat Auswirkungen auf den Kapitalismus. Und da muss ich sagen, das sagt Soros, er sagt, das Einzige, was er wirklich weiß durch Corona, ist, dass es den Kapitalismus verändern wird. Also er glaubt nicht daran, dass der Kapitalismus in seiner Form vor Corona
auch danach wieder bestehen wird. Leider sagt er nichts weiteres dazu. Das heißt, wie wird sich der Kapitalismus verändern? Wie wird er sich wandeln? Da nur ein paar Gedanken von mir. George Soros ist ja auch oft in der linken Seite, in der linken Ecke verortet. Das heißt, vielleicht hat er da eigene Vorstellungen, dass Vermögen anders verteilt werden. Er ist ja auch ein Fan absolut offener Grenzen, also dass Staatsgrenzen aufgehoben werden. Und vielleicht sieht er hier eine andere Mobilität des Kapitals. Deswegen wird er auch sehr, sehr kontrovers diskutiert mit seiner Stiftung. Wir wissen es leider nicht, er sagt nichts dazu, aber dass er sagt, er glaubt, er ist absolut überzeugt, der Kapitalismus wird sich verändern, ist spannend. Ich persönlich sage dazu, ich bin eher der Meinung, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also was der Mensch einmal gemacht hat, auch wenn es jetzt ein paar Monate her ist, ich glaube, viele werden relativ schnell wieder in ihren alten Alltag zurückfinden, in den alten Trott. Und ich glaube auch nicht, dass der Kapitalismus, der seit Jahrhunderten besteht, sich auf einmal irgendwie nachhaltig verändern wird. Also ich kann mir jetzt ein anderes System auch nicht vorstellen. Wenn du ein anderes System dir vorstellen kannst oder wenn du vielleicht eine Vermutung hast, was George Soros meint, gerne einen Kommentar da lassen. Ich bin da wirklich sehr interessiert an deiner Meinung. So, dann spricht Soros noch über China. Über China sagt er ein paar Worte und er ist jetzt nicht der größte China-Fan. Wie gesagt, er ist ein Fan offener Grenzen, offener Demokratien. Die sieht er in China nicht und er glaubt auch, dass der chinesische Präsident Xi Jinping, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, an Macht verlieren könnte, weil viele Chinesen sehr unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie die chinesische Regierung Corona gemanagt hat am Anfang. Da wurde sehr viel vertuscht, unter die Decke gekehrt, gerade auch in Richtung chinesisches Neujahrsfest. Und dass es laut Soros in China brodelt und dass immer mehr Leute sich wohl von der Regierung abwenden und dass es ein großes Problem für die Regierung darstellt, wo die vielleicht auch zukünftig handeln müssen. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ist natürlich eine interessante These, muss man beobachten. Gerade auch als Investoren, China ist natürlich ja, weltweit mit ein Zugpferd, ein wirtschaftliches Zugpferd. Und wenn da natürlich die Gesellschaft zerbricht, wenn es zu Unruhen kommen sollten oder irgendeiner anderen Form von wirtschaftlicher Abschwächung, gerade jetzt nach Corona, wo China wieder auf dem Pfad der Erholung ist, dann muss ich sagen, sollten wir da ein Auge auf jeden Fall drauf haben als Investoren. So, und abschließend spricht Soros dann auch noch über die EU und er spricht vor allem auch über das jetzt viel beachtete Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Vielleicht hast du es mitbekommen. Das Bundesverfassungsgericht, Andreas Voskuhle, hat ja noch einen Knall hinterlassen, jetzt bevor er in Rente oder in Pension gegangen ist oder abberufen wurde. Er hat gegen die Bundesbank und die EZB geurteilt. Er hat also gesagt, dass die EZB-Aufkäufe nicht unbedingt verhältnismäßig sind mit Wirtschaft und Finanzpolitik, dass die EZB die Verhältnismäßigkeit klären muss. Ansonsten ist es der Bundesbank untersagt, weitere Anleihen zu kaufen. Und da musst du wissen, die EZB kauft, auch wenn man sagt, sie kauft Anleihen, sie kauft nicht allein, sondern die nationalen Banken, beispielsweise die Bundesbank in Deutschland, die kauft dann im Auftrag der EZB die deutschen Anleihen und so funktioniert es in jedem Land. Und Voskuhle hat jetzt geurteilt, dass diese Verhältnismäßigkeit geklärt werden muss. Ich glaube, es sind noch ein bisschen mehr als zwei Monate. Sollte hier nicht das genau geklärt werden mit einer Stellungnahme und allem, was das Bundesverfassungsgericht akzeptiert, dann darf die Bundesbank nicht mehr teilnehmen und nichts mehr kaufen. Das hat jetzt dieses kleine Urteil hat zu einer riesen Welle geführt, einfach weil die EZB sagt, nö, also die Deutsche Bundesbank, die hat uns gar nichts zu sagen. Uns hat nur der Europäische Gerichtshof etwas zu sagen. Der Europäische Gerichtshof ist natürlich sehr institutionenfreundlich, dass ich es gerade noch rauskriege, und würde jetzt nicht sich mit der EZB anlegen. Das Bundesverfassungsgericht tut es allerdings. Und die EZB schiebt so den schwarzen Peter der Bundesbank zu und sagt, klärt das mal hier, das ist euer Gericht, aber Bundesbank, du tust, was wir dir sagen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, Bundesbank, du bist an deutsches Recht gebunden und Gesetz gebunden, du tust, was wir dir sagen. Das wird in den nächsten Monaten noch extrem spannend werden. Das wird ein Kampf zwischen Bundesverfassungsgericht, Christine Lagarde, EZB, Bundesbank und vielen anderen Ländern, weil natürlich die Polen auch gleich gesagt haben, naja, das war ein wegweisendes Urteil. Wir nehmen jetzt auch mal höchstrichterlich einige EU-Sachen unter die Lupe und dann können wir auch entscheiden, halten wir uns an unsere eigenen Gerichte oder an den Europäischen Gerichtshof. Wie gesagt, spannendes Thema. Mach ein Abo von meinem Kanal, kostet dich ja nichts, weil da werden wir in puncto Geldanlage und Kampf innerhalb der EZB, EZB mit Deutschland und alle Länder untereinander einiges noch erleben in den nächsten Monaten. Also da werde ich bestimmt noch einige Themen für Videos haben. Und genau da spricht Soros an. Er sieht es als große Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht sich hier so eingemischt hat, also den Europäischen Gerichtshof in Frage stellt. Das könnte zu Verwerfungen führen. Hat er genauso, also er kommt zum gleichen Schluss wie ich, was das angeht.
Und er sagt auch, dass dies natürlich ein Präzedenzfall schafft, dass jetzt andere Länder sich komplett von der EU abwenden und alles nochmal in den eigenen Ländern höchstrichterlich überprüfen lassen. Und abschließend, da komme ich jetzt auch gleich zum Ende, hat er eine sehr interessante Idee für die Lösung der Corona-Bonds oder der europäischen Schuldenproblematik. Wir haben ja jetzt hier diesen 500 Milliarden schweren Fonds, wenn er durchgeht, den Merkel und Macron beschlossen haben. Ich sage es mal ganz bewusst beschlossen haben. Ich gehe mal davon aus, der wird durch die EU durchgeboxt und auch die Stimmen der kleineren Länder werden dann ähnlich wie bei der Finanztransaktionssteuer auch irgendwie gekauft werden. Und Soros hat allerdings eine alternative Lösung dafür. Und er sagt, wieso emittiert denn die EU, also als Staatenverbund, als Corona-Bond, eine Anleihe, die allerdings ewig läuft. Das heißt, die Anleihe wird mit der Summe von 1 Billion Euro emittiert, also herausgegeben an den Finanzmarkt. Sie hat einen Zins von 0,5%. Soros schätzt einfach diesen Zins, könnte ich mir auch vorstellen. Viele Länder haben Negativzinsen, hier gibt es ein bisschen Zins. Das heißt, bei 1 Billion Euro wären das Zinsen von 5 Milliarden im Jahr. Aber wie gesagt, die Länder haften zwar für die Billion, aber da die Billion nie zurückgezahlt wird, gibt es ja auch keinen Ausfall. Und demnach müssen die Länder nur alle zusammen die 5 Milliarden Zins pro Jahr bezahlen. Das ist auch selbst, wenn Deutschland hier ein Viertel trägt, ein bisschen mehr als 1 Milliarde, also wirklich nicht viel verglichen jetzt mit der Haftung bei 500 Milliarden. Und ich denke, dabei wird es nicht bleiben. Und perspektivisch sind diese 5 Milliarden natürlich ein Nominalwert. Die werden natürlich durch Inflation sowieso immer weniger. Und die EU hätte dadurch auf einen Schlag 1 Billion Euro, das ist auch so die Summe, die Ursula von der Leyen immer wieder schätzt, für den Wiederaufbau, für grüne Investitionen, für alles Mögliche. Und wie gesagt, alle Länder zahlen nur den Zinssatz und es gibt niemals eine Rückzahlung. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, wer sollte eine unendliche Anleihe kaufen ohne Rückzahlung? Und da kann ich dir sagen, die Welt ist so verrückt, ich bin überzeugt, es wird Versicherungen, Pensionskassen, Banken geben, die dies sofort kaufen. Wenn ich es jetzt auch noch richtig in Erinnerung habe, ich glaube, Österreich hat eine 100-jährige Anleihe emittiert. Also ob du dann eine 200-jährige Anleihe emittierst oder eine, die unendlich lange läuft, wo du wenigstens als Investor weißt, du kriegst jedes Jahr 0,5% Zinsen von der EU, ziemlich sicher, es ist ein positiver Zinssatz, nicht mal ein negativer. Ich bin absolut überzeugt, diese Billion werde sofort eingesammelt. Also diese Mega-Anleihe, die wäre möglich. So, das mal hier für einen Sonntag für dich ein bisschen zum Nachdenken. Ich fand das wirklich eine spannende Sache von Soros. Können wir auch gerne unten in den Kommentaren noch diskutieren. Und ich würde sagen, dann war es das jetzt von mir. Das waren auch alle Punkte, die Soros so in der Schnellzusammenfassung gesagt hat. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch. Gerne auch für meinen Report anmelden. Da werde ich am Dienstag auch wieder über aktuelle Börsenthemen sprechen, über den DAX. Ich werde Chartanalysen zu Edelmetallen machen, komplett kostenlos. Kannst dich unten eintragen. Und dann war es das jetzt von mir. Bis zum nächsten Video.